31. Spieltag in der DL, ein Tag vor Heiligabend, das kleine Rhein-Derby. Die Kölner Haie gegen die Krefeld-Pinguine vor 13.500 Zuschauern. Die Haie nach dem 2:1-Erfolg in Nürnberg mit Selbstvertrauen. Und Krefeld möchte die Negativserie stoppen. Brandon Reed und sein Team zuletzt 5-mal hintereinander verloren. Es war aber ein zähes Eishockeyspiel im ersten Drittel. Chancen, Mangelware. Erste Mal richtig gefährlich wurde es in der 16. Minute. Schuss von Corey Potter und Alexander Oblinger. Fälscht dann gefährlich ab für die Kölner Haie. Sieht man sehr schön aus der Hintertorkamera. Der Schuss von der blauen Linie. Und dann Oblinger. Der Schuss wäre vorbeigegangen, aber er noch dran. Allerdings Dimitri Petzold im Kasten der Krefelder zur Stelle. Danach aber dann mehr Feuer im Spiel. Immer noch die 16. Minute. Tiffels an der Bande und dann mit viel Übersicht. Schütz zur Stelle und 1-0 für die Kölner Haie. Schön gespielt von Freddy Tiffels und Schütz macht das gut. Zieht den Puck auf die Rückhand und dann an Petzolds Schoner vorbei. Danach die Haie, die bessere Mannschaft. 18. Spielminute, Platz für Dominik Tiffels und der trifft den Pfosten. Da hätte es auch 2:0 für die Haie stehen können. So geht's aber mit einem 1:0 in die erste Drittelpause. Und von Krefeld muss vor allen Dingen im Spiel nach vorne mehr kommen, denn die Pinguine im ersten Drittel kaum mit gefährlichen Chancen. Das weiß auch Trainer Brandon Reed. Und es wurde besser aus Pinguinsicht in der 32. Minute. Die Riesenchance für Krefeld. Gregor Hansson mit der 100-prozentigen. Schöner Doppelpass mit Lefebvre. Aber Hansson kriegt die Scheibe nicht im Tor unter. 2 Minuten später. Köln über die rechte Seite, das ist Potter. Und dann Jason Akeson, ebenfalls eine 100-prozentige und ebenfalls nicht drin. Der Winkel ist spitz, aber den kann man mal machen. Jason Akeson, der Topscorer der Kölner Haie. Nur 1 Minute später, dann wieder Krefeld. Philipp Riefers auf und davon gegen Wessler auf Pfosten. Die Riesenchance zum 1:1 Ausgleich, aber der Kasten von Gustav Wesslau bleibt sauber, hier mit ein bisschen Glück. Haie-Trainer Peter Dreiseitel mit den Anweisungen, vor allen Dingen an seine jungen Spieler, hier Robin Palka. Aber Krefeld im dritten Drittel zunächst gefährlich. Samson Mabot mit dem vermeintlichen Ausgleich zum 1:1. Aber die Schiedsrichter haben sich das Ganze nochmal angeschaut und im Videobeweis dann entschieden, Kirill Kabanov behindert Gustav Wesslau hier im Torraum korrekterweise. Tor nicht gegeben. Es bleibt beim 1:0. Brandon Reed musste diese Entscheidung akzeptieren. Es war aber eine richtige. Die Haie dann wieder am Drücker. Powerplay KIC. Akeson zur Stelle und 2:0. 47. Spielminute, Jason Akeson trifft im Powerplay und die Haie treffen damit im 7. Heimspiel hintereinander in Überzahl. Schöner Treffer oben rechts in den Winkel. Krefeld also gefordert, aber von Krefeld kam nicht mehr viel. Risiko, Torwart raus, aber das bestrafen die Kölner Haie am Ende. 57 Sekunden vor Schluss, Ryan Jones mit dem Deckel drauf, 3:0. Für die Kölner Haie. Und das war dann auch der Endstand. Die Kölner Haie gewinnen unterm Strich verdient gegen offensiv zu harmlose Krefelder. Die hatten zwar Chancen, aber die haben sie einfach nicht genutzt. 3:0 am Ende für Köln und hier sind die Stimmen zum Spiel. Wir haben uns hier viel vorgenommen. Im ersten Drittel haben wir an sich ganz gut mitgehalten, haben ein Gegentor gekriegt. Aber eigentlich waren wir ganz gut im Spiel drin und im zweiten Drittel haben wir dann versucht, das Momentum auf unsere Seite zu kriegen und haben für uns mehr Chancen kreiert, ja. Ich glaube, wir haben über 60 Minuten waren wir laufbereit. Wir haben 60 Minuten gekämpft und geackert und
glaube, wir haben dann im richtigen Moment auch das 1-0 geschossen und haben dann wirklich versucht, unser Spiel weiter durchzuziehen. Die Kölner Haie mit einem 6-Punkte-Wochenende so kurz vor Weihnachten. Und für Krefeld war es die 6. Niederlage in Serie.